dran. Ich hätte bei den Haien sterben müssen. Oh, dammit. Ah, verdammt. Oh, okay. Nimm es nicht persönlich. Ja, nimmst du auch nicht persönlich, aber du willst mich töten. Komm mal hier raus, da sehe ich dich nicht. Sie nicht getreten. Ich habe die ganze Zeit auf Tritt gedrückt. Hatte ich keine Adrenalin mehr? Oh, wieso habe ich hier? Oh. Aber ja, dieses Mal war es richtig gut. Sarah, bitte zweimal tot schreiben. Geh auf Abstand. Geh auf Abstand. Jetzt hole ich mir den Kopf aus Malaka. Selber Malaka. Wie schnell sie hier blocken kann. Nein. Nein. Aus. Noch ein Schlag und das war's. Okay. Oh. Also bis zur Hälfte klappt es sehr gut. Aber wenn sie hier gerade, wenn sie einmal oder wenn ich einmal das Blocken verpasse, dann bekomme ich immer gleich zwei Schläge. Ein bisschen krass. Ah!
Also, dass er mich da jetzt nicht getroffen hat. Jetzt habe ich ihn. Das darf ich nicht sagen. Ich habe ihn wahrscheinlich. Vielleicht. Noch ein Schlag und das war's. Ja, noch ein bisschen mehr Schläge für mich. So, jetzt habe ich ihn. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Was sollte ich machen? Schließlich hat er unsere Mutter eine alte Hure genannt. Das war das Falsche. Das wollte ich eigentlich raustun. Verdammt! Natürlich kommt es jetzt, wenn ich gewinne. Gut. Ah. Wie oft bin ich jetzt daran gestorben? Dreimal, glaube ich. Einmal davor. Nee, zweimal davor und jetzt war es. Hat Hure gesagt. Genau. So. Das finde ich ein richtig, also jetzt kommen so richtig coole Skills. Also entweder ich nehme den da. Das ist halt richtig cool. Oder ich nehme den da. Da kann ich halt den richtig geil aufladen. Ich glaube, ich mache das da zweite Luft, da kann ich mich heilen. Aber das da ist auch cool. Ich mach den da erstmal. Das ist, glaube ich, momentan am wichtigsten. Einfach überleben. So, Level 5. Jetzt kann ich das da nehmen. Sehr gut. Da habe ich nur einen. Aber jetzt kann ich den da nehmen. Jetzt kann ich halt das ganze Set nehmen, was ich bekommen habe durch den Kauf. Bis auf den Gürtel ist eigentlich alles ziemlich cool. So. Ich tue mir ja so schwer, weil ich die Fähigkeiten echt alle mega finde. Ja. Ja, das stimmt. So, genau. Den Hai mache ich jetzt. Sie wollen Blut sehen. Was? 25? Leiter der Arena. Achso, das habe ich ja bekommen, weil ich den Söldner gekickt habe. In his butt. Könnte auch ein Speerkämpfer werden. 66. 63. Attentat, Krieger, Speerschaden, kritischer Schaden. Ich mach mal einen Speer. Weil bis jetzt bin ich immer nur. Ja, ein geiler Speer. Bis jetzt habe ich nur Dolche und Schwerter gekämpft. Dolche waren richtig cool. So richtig schnell angreifen ist richtig. Macht auch richtig Sinn für eine Frau, finde ich. Ja, klar, es gibt auch starke Frauen und so weiter, aber ihr wisst schon. Du hast sie! Das ist die Halskette! Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Gar nicht. Sie muss ihm gefallen haben. Wir können endlich weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Ja, das werde ich auch bald machen. So. Auge um Auge. Der Markus wieder einen berühmten Plan. Warte, das ist, okay, mehr Pläne habe ich auch nicht. Dann gehen wir mal hier zu unserem Best Buddy of the World.
Gehen wir mal wieder querfeldein. Dann bekommen wir vielleicht nochmal neue Ästchen für unsere Pfeile. Hm. Ich bin so gespannt, wie es ist, wenn man... ist schon geil. Schon mega. Warte mal. Ich werde... Genau, wir quatschen jetzt mit ihm. Und dann werden wir eine kurze Pause machen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Wieso nicht? Bist du zu schnell gefahren oder was? Dorf Krausus? Wieso nicht? Ist hier irgendwas? Genau, was ich sagen wollte. Wir holen uns jetzt mal die Info. Wo darfst du dich nicht? Ah, da drüben. Na gut. Genau. Dann machen wir eine kurze Pause. Ich mache mir ein bisschen was zu Mittagessen. Und dann treffen wir uns dann in... Keine Ahnung. Warte, ist es dann zwei... Ja. Dann vielleicht halb drei oder so. Also eine halbe Stunde... Ja, Essen, Getränke holen, der eigenen Art, der und so weiter. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Natürlich. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun, mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Erzähl mir mehr. Dieser Streit ist albern. Aber wirklich. Es ist kein Krieg. Es geht nur ums Ego. Du weißt genau, wie du mich verletzen kannst. Das ist nicht so schwer, glaub mir. Denk nach, was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang, schleich rein und bring mir das Auge. Ist es nicht, also, er soll mich nicht sehen. Das heißt, ich töte alle oder ich töte niemand, so ungefähr. Was ist das Auge wert? Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kephallenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian, es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Gut. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Letztes Mal...
Warte, da habe ich alle getötet. Mal schauen, ob ich das dieses Mal schaffe, wirklich ohne zu töten. Bin mal super gespannt. Und jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Gut. Ja. So, genau, dann machen wir jetzt eine klitzekleine kurze Pause. Ich würde sagen, ja, in einer halben Stunde. Ist das zu lang? Ich weiß es nicht. Ich mache mir halt jetzt was Fettes zu phrasen. Vielleicht eine Viertelstunde, oder? Wobei, Mittagessen muss man kochen. Nee, halbe Stunde. Um 2:30 geht's weiter und genau, dann bis später. Mein Bruder ist gerade mit dem Einkauf nach Hause gekommen. Und ja, da habe ich ein bisschen geholfen und dann jetzt um 20 oder so habe ich dann angefangen zu essen. Aber alles in Ordnung. So. Irgendwo schön versteckt in den Einstellungen ist das ja wahrscheinlich so eingestellt, dass es bei jedem Szenenwechsel gespielt wird. Muss eigentlich so sein, aber es ist eigentlich nicht so. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass der dann landet, wenn man die ganze Zeit so stehen bleibt. Na, no. Cool. Ich will auch einen Falken. So, da war was. Ich bin mal super gespannt. Also, wir müssen bis zur Nacht warten. Es ist ja gleich Nacht. Alles gut. Und genau. Der Zyklop lebt auf Kefalenia und sein Haus ist im Westen der Verschwörung. Genau. Das wissen wir ja. Ja, ich drück gleich V. Ich will erstmal auf den Berg. Das ist so eine Sache, die nervt ein bisschen, dass die halt dann nicht weggeht. Naja. So. Ich sehe dich. I see you. Okay. So. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Gut, Wetten werden angenommen. Wie oft sterbe ich? Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Sich gerade echt verbrannt. Der ist jetzt gestorben. Und jetzt mal. Geht mal nachsehen. Da ist jemand gestorben. Wir standen daneben, während er verbrannt ist, aber. Wir finden die Ratte schon. Komm, jetzt sind sie aufgescheucht. Das ist doch ein Kack. Oh Gott. Nein, was machst du denn? Ich weiß gar nicht mehr, warte mal. Wo geht's da nochmal rein? Das habe ich wieder voll vergessen. Ich glaube, ich muss durch den Innenhof.
Ja, genau, da ist die Tür. Genau. Okay, ich versuch's. So, dass. Also, ich töte niemand. Bis auf den einen, den ich anscheinend getötet habe. Mit meinem Feuerblick. So. Und 6275 Mal zu sterben. Also, wenn ich das schaffe, dann bin ich richtig gut. Banditen. Ja, okay, anscheinend muss ich jemanden töten. Den Banditenanführer. Das war ein anderes Ding. Weil quasi ich muss den töten, wenn ich hier das Gebiet befreien will. Aha. Ja, easy. Jetzt muss ich hier nur rauskommen. Zum Glück habe ich einen Röntgenblick. Ah, nice. Ich musste niemanden töten. Das ist mal cool. Die Musik ist auch gerade cool, dieses Dick, 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 Dick. Ich wette, wenn ich jetzt rausgehe, dreht er sich um. Ich will noch ein bisschen warten. Bis es sich umgedreht hat. Das ist lustig, ist, bei solchen Sachen, wenn man wartet, ist sicher, also bei so Stealth Game, da wartet man, bis der sich umdreht und weggeht, und der macht es nicht. Und dann denkt man sich, okay, jetzt kann ich vorbeischleichen, und dann dreht er sich um. Ich wette. Wenn du dich jetzt umdrehst, töte ich dich. Das war close. Gut. Nice. Gut, gut, gut. Easy. Die Frage ist jetzt. Was machst du da? Die Frage ist natürlich, was wir mit dem Auge jetzt machen. Weil niemand auf der Insel wird es uns abkaufen. Weil alle wissen, dass das Auge den Zyklopen gehört und niemand will. Brauchst du Licht? Nee, ich hab Licht. Danke, danke. Ach, das sieht so cool aus. Und keiner wird es kaufen, weil niemand will Stress mit den Zyklopen. Es sei denn, das Auge ist so viel wert, dass es sich dafür lohnt, seine komplette Heimat zu verlassen. Das könnte natürlich auch sein. Ah, vorsichtig! Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Mhm. Das nennst du Spaß? Wir stehen immer noch in der Schuld des Zyklopen. Ja. Der Zyklop wird uns töten, Markus. So einfach ist das. Und spätestens da hört der Spaß auf.
Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Na eben. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Oh, du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie. Dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Ja. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Ja, ich habe Kick gespeichert. In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Ich wette, die haben nichts dabei. An der Ostküste? Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Und wenn diese Besucher nicht von Kefalenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kefalenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Okay. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Was ist das denn für eine Weisheit? So von wegen so, ja, ja, ihr seid hier angekommen und jetzt töten wir dich. Euch. Ist doch blöd. Warte mal, ich will mal kurz was umstellen. Moment, Moment, Moment. Gleich geht's weiter, Entschuldigung. So. Das müsste passen. Okay. So. Sorry, jetzt geht's weiter. Gut, ich schau mal kurz, ob wir noch eine Quest haben. Schicke Gäste. Gäste, Gäste, Gäste. Quest. Wir könnten mal. Level 7 müssen wir dafür sein. Wir könnten mal auch in die Stadt gehen und schauen, ob wir da ein paar neue Quests aufnehmen können. Ist ja eh auf dem Weg. So. Die Nacht sieht halt auch richtig, richtig schön aus, ne? Der Mond ist so hell und so groß und oh, so romantisch. So. Das ist noch ein Baum. Du bist in der Nähe des Ziels. Ja, ich drück gleich. Na gut, dann drücke ich jetzt, damit das Schild das weg ist. Und das verlassene Haus. Wie viele Schätze sind denn hier? Gut,